Verliere diese Seite, schmeiße sie raus. Akzeptiere diesen Verlust. Dann wollen wir sie auch ganz schnell verschwinden lassen. Wir haben jetzt hier einen so aus dem Balkon. Ja, das ist ein Balkon. Das ist ein Balkon. Ja, das sieht man kein bisschen. Ist sie weg? Ja, beim Nachbarn im Garten. Geil. Beim Nachbarn im Garten. Da unten ist nichts mehr. Aber das sieht man auch nicht. Die Seite ist weg. Sie ist für immer weg. Immer verschwunden. Beim Nachbarn im Garten. Ja. Was der sich wohl denken wird. Der hat uns. Verliere diese Seite. Akzeptiere diesen Verlust. Der verkauft das für eBay. Der guckt uns auch an. Ja. Eine Seite für üble Schimpfwörter. So, ich schreibe jetzt rechts hin, du schreibst links hin. Ja, ich schreibe auf der Scheißseite, ne? Ja, wir sitzen nun mal so. Ich bin rechts. Wir können uns auch anders hinsetzen. Nee. Du bist ja links. Du. Fuck. Du. Ich gucke aufs Handy. Doof. Kopf. Blödi. Boah, das ist so ekelhaft hier. Dumm. Kopf. W3-Kit. Hausaufgaben machen. Punkt. Zum Unterricht. Scheiner. Richtig. Scheiner. Sag's, wenn dir keine mehr einfallen. Laptop im Café, die Simpsons Scheiße finden. Laptop im Café. Café, das ist so, wo ich Elfen und sowas treffen, das ist das Café. Was wird sich was? Ja, das Café, wo? Das Café. Und nicht im Kaffee. Hast du deine Deutsch Wörter? LK. Ja, hast du deine Wörter zusammen? Ja, warte. Mir fällt gerade noch nichts ein. Halt's Maul, ich mal auf die Hand, du. Kommt da nichts mehr dahin. Halt's Maul. Schnappi. Nee. Das ist nur in meinem Kopf lustig. Bist du dumm, ey? Ja, komm, das muss reichen. Alios Krieg. Okay, das war bitte deine Wörter vor. Tobias, das ist das Schlimmste. Arsch, Wichser, Dummkopf, Hurensohn, Hund, Penisnase, Arschloch, Huren, so Assi-like, BF3-Hyper, Streber, Buchzerstörer. Hm? Hier, Stiftedieb, à la Tobias. Alla, Walla, Yalla. Und Scrubs-Gucker, die sind auch ganz schlimm. Das verdient er. Klebe eine Seite aus einer Zeitschrift ein und kreise die Wörter, die dir gefallen. Such mal bitte hier von einem interessanten Artikel raus. Aus der Rheinischen Post Düsseldorf. Wen haben wir denn da? Die ist fertig. Die hat bestimmt keinen Schulabschluss. Der ist ein bisschen. Hat ein bisschen Fleisch am Kinn. Der Name steht übrigens drunter. Und der. Ja, der kann nicht richtig gucken, glaube ich. Wo ist denn die Schere? November, egal. Da fragst du was. Ja, such mal. Den da unten auf dem Boden. Da unten auf dem Boden. Dö. Hast du was? Ja. Was ist denn das? Ab
2014 läuft der Verkehr besser. Ja, ah, das ist aber nicht, gut. Dass man jetzt schon was tut, sondern erst 2014. Hm? Ja. Ein 2014 steht dann wahrscheinlich 2018 wird der Verkehr besser. Aber irgendwann haben, du kannst nichts ausschneiden, ne? Aber irgendwann haben dann unsere Politiker auch mal Verkehr, auch wenn man das eigentlich gar nicht will. Kann sich das jemand vorstellen? So eine Angela Merkel. Ja. Mit Ottfried Fischer oder so. Gott, wie müssen die Kinder aussehen? Du hast Gedanken. Wahrscheinlich, wenn man so einen Farbtopf drüber kippt wie Barney. Oder so Guido Westerwelle mit einem Gregor Gysi. Ha? Oh. Artikel, ist unser Lieblingswörter im Kreise, ne? Das ist ja klar, ja? Das können wir dann da machen. Ja. Denke, du hast jetzt hier gerade eigentlich nicht so. Na, mach das alles weg hier. Ja, nicht so den super Artikel irgendwie. Ja, mach einfach, du. Die Wörter, die mir gefallen. Ja. Willst du nicht einkleben, nimm Tesa. Komm, du darfst auch mal was Tesa machen, lass Tesa. Man guckt sich das hier an, ja, wie es vergewaltigt wurde. Quatsch. Ja. Angeblich ist Düsseldorf. Du kannst ja schon mal was umkreisen. Nee, du musst erst einkleben, sonst machen wir die Aufgabe falsch. Mach jetzt mal. Du bist nicht zu früh zum Einkleben. Nee, du bist einfach zu langsam zum Einkleben. Da, der hat gerade erstmal sorgfältig das abgeschnitten, ja. Der macht das immer dann am besten mit 5-Punkte-Taktik, ne? Halt's Maul. Die hat ja so gut geklappt auch vorhin. Gestern, 2 Tagen also. So, eingeklebt. Weißt du, genau da müssen wir unterstreichen. Im Text. Man kann sich auch anstellen, ne? Ja, komm, das reicht. Unterstreichen wir deinen Lieblingswörter. Also, ich finde Verkehr. Fang an. Wir stellen das alles ernst mit. Dafür bitte Daumen runter. Verkehr finde ich schön. Kreis das bitte mal ein. Angeblich ist Düsseldorf. Ja, Düsseldorf. Düsseldorf. Die verkehrstechnisch langsamste Stadt Deutschlands, sagt Deutschland. Deutschland. Vaterliebe. Nee. Vaterlandsliebe. Die Politik reagiert unterschiedlich auf diese Aussage. Unklar sind die Daten. Daten sind auch schön. Daten. Alle Art von Daten. Auf denen sie beruhen. Von allen Baustellen. Auf den Sekunden. Vor allem Baustellen. Behindern. Behindern. Der Verkehr. Nur Verkehr, bitte. Manche Verbesserung blieb auf der Strecke. Hans Onkelbach. Den finde ich nicht. Hans Onkelbach. Zur Aussage einer Verkehrsstudie, wonach Düsseldorf die verkehrstechnisch langsamste Großstadt ist. Deutschland und umkreisen. Wir müssen uns ja nicht wiederholen. Wie erwartet, nicht nur beim Verkehrsdezernat Stefan Keller. Hallo Stefan. Nicht im Ernst, oder? CDU, FDP, Stefan Keller, Widerstand hervor. Vor allem ist man irritiert, dass es keinerlei Kontakt, immer schön. Der ausführende Unternehmensberatung. Arthur Little. Oh Gott. Du bist ja schon bestraft mit so einem Namen. Der kleine Arthur möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Mit den Experten im Rathaus oder der Rheinbahn gab. Wir wissen nicht, auf welchen Daten diese Studie beruht. So Andreas Hartnick. Das ist der Name Programm. Oh, bla bla bla. Deshalb halte ich die Aussage für Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Tatü, tata. Und ist entsetzt über die Unkenntnis der Studienmacher. Die SPD sieht das etwas anders. Dass Düsseldorf bei dem Mobilitätsvergleich. Dass die SPD. Die Wissenschaftswoche gut abschneidet. Abschneiden. Wirtschaftswoche. Abschneiden. Und kriegen wir mal bitte abschneiden. Ich schneide dir gleich was ab. Ach da. Sollte niemand überraschen, sagt Matthias Herz. Herz mit Reinkreisen und so. Verkehrspolitisch Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Trotz Staus und Pendlerströmen
gibt die Staatsspitze. Stadtspitze. Mach mal. Stadtspitze. Seit Jahren bei ihren Entscheidungen den Individualverkehr. Das finde ich ein schönes Wort. Individualverkehr. Das sollte man zum Wort des Jahres küren. Individualverkehr. Eindeutig den Vorrang. Das gilt auch für den Kühlbogen, wofür mehr als 300... Kühl. Ja, das war mein kleiner Bruder, für den mehr gehört als 350 hat. Millionen Euro neue 350 Millionen Tunnel. Euro. Tunnel sind auch schön. Tunnel. PKW, lass mich hier. Ein gewohntes Bild in Düsseldorf. Und gar Regen. Und alles staut sich. Baustellen sind doch toll. Und alles staut sich. Damit endet es dann. Und alles staut sich.